Dakshinarda Praudhasana ist ein Asana mit rechtem Bein vorne. Es gibt verschiedene Asanas, die Dakshinarda Praudhasana genannt werden können. Zum einen kannst du das rechte Bein nach vorne ausstrecken und das linke Knie gebeugt halten. Du könntest jetzt daraus Vorwärtsbeugen machen oder gerade sitzen. Jedenfalls ist Dakshinarda, die rechte Hälfte, Prauda, eben vorn. Eine weitere Möglichkeit wäre, du hast das rechte Bein gebeugt und du gibst den linken Fuß auf den rechten Oberschenkel. Und dabei ist typischerweise das rechte Knie etwas weiter vorne und deshalb Dakshinarda. Theoretisch könntest du auch zum Beispiel im Stehen verschiedene Asanas üben, wo das rechte Bein vorne ist. Also Dakshinarda Praudhasana ist die Bezeichnung für verschiedene Asanas, wo das rechte Bein ausgestreckt ist oder vorne ist.